Tipps und Trends hier bei Allgäu TV, dazu möchte ich Sie an dieser Stelle wieder ganz herzlich begrüßen. Die Küche ist in unserem Zuhause ein viel genutzter Raum, irgendwie Arbeitsplatz und Lebensraum zugleich. Deshalb sollte sie auch ein Ort zum Wohlfühlen sein. Das Unternehmen Die Küche in Sonthofen bietet Küchen für ihren individuellen Bedarf und ist dabei doch komplett anders als die konventionellen Küchenstudios. Nun ist er nicht mehr weit, der lang ersehnte Sommerurlaub. Aber wie machen Sie eigentlich am liebsten Urlaub? Pauschalreise, all-inclusive oder sind Sie auch lieber mit dem Campingbus in nahe oder ferne Länder unterwegs? Laut Touristikbranche geht der Trend hin zu Individualreisen. Und Experten auf diesem Gebiet sind die Firmen Australia Tours und InStyle Tours in Dietmannsried. Einmal den Ayers Rock in Australien sehen. Das ist der Traum vieler Reisender. Das House of Travel in Dietmannsried ist die Heimat der Reiseveranstalter Australia Tours und InStyle Tours. Die Reiseexperten von Australia Tours sind Spezialisten für die Ziele Australien, Neuseeland und die Südsee und beraten ihre Kunden gerne. Dabei ist alles möglich, von der Luxuslodge bis hin zu eher einfachen Hotels. Während die Kunden ihren Urlaub genießen, sind die Mitarbeiterinnen von Australia Tours und InStyle Tours immer per Notruf-Hotline erreichbar. Dieser Service sowie die komplette Individualreise kosten den Kunden keinen Cent Aufschlag oder Bearbeitungsgebühr. Doch nicht nur darauf ist der Chef stolz. Australia Tours zum einen ist als Reiseveranstalter seit 1986 auf dem Markt. Wir sind Direktveranstalter für Australien, Neuseeland, Südsee. Das Besondere ist ganz einfach daran, dass wir ausgeprägte Destinationskenntnisse haben. Meine Mitarbeiter und ich waren schon mehrmals, ich selbst über 50 Mal schon in Australien, Neuseeland. Und dort hat er diese beeindruckende Natur erlebt. Ebenfalls zum House of Travel gehört das Reisebüro Take Off. Ganz gleich ob Club, Familienurlaub oder Wellnessreise, hier findet jeder den perfekten Urlaub. Und für die USA, Lateinamerika, den Indischen Ozean, den Orient und Afrika ist das Team von InStyle Tours der perfekte Ansprechpartner. Seit 1912, über ein ganzes Jahrhundert, gibt es die Steinmetzwerkstatt Schliens in Kempten bereits. Und so hart und unformbar uns Laien das Material Stein auch vorkommen mag, so vielseitig und flexibel ist es für Daniel Probst. Der neue Inhaber der Steinmetzwerkstatt ist nämlich durch und durch Individualist. Jeder Stein wird anders angefasst und bearbeitet. Und jeder Kunde bekommt so seine ganz eigene kreative Lösung. Was Daniel Probst in seinem Arbeitsmaterial sieht, ist mehr als nur Stein. Seitdem wir Menschen auf der Erde sind, ist schon weit vorher der Stein. Und der Stein hat die Menschen schon immer begleitet. Und wenn man mit diesem Material arbeitet, dann
merkt man einfach, wie ursprünglich das auch ist. Es hat nicht so diesen ganz modernen Charakter, was sich wieder so was vergeht, sondern es bleibt. Und das ist seit 1912 mit jedem Knüppelschlag in der Steinmetzwerkstatt Schliens zu spüren. Jeder Arbeitsschritt ist voller Leidenschaft zum Material und zum Kunden. Denn mit über 20 Jahren Berufserfahrung weiß Daniel Probst eins: Eine in Stein gemeißelte Musterlösung, die gibt es bei ihm nicht. Wir können traditionelle Restaurierungen machen, die eigentlich aus dem Mittelalter, aus den Aufrissen von mittelalterlichen Handwerkstechniken basiert, oder wir können moderne Maschinen einsetzen. Das eine schließt das andere nicht aus. Man muss vielleicht nur im Gedanken da ein bisschen offener sein, um einfach Dinge zuzulassen. Denn so sind die Möglichkeiten grenzenlos. Von Grabmälern über den klassischen Steinbau im und am Haus bis hin zur kunstvollen Gestaltung und Restaurierung, wie beispielsweise von der Kemptener Stadtmauer. Die Allgäuer Steinmetzwerkstatt Schliens weiß, Steine reden nicht, aber sie haben viel zu erzählen. Bergige Landschaft, grüne Wiesen und idyllische Seen, dafür ist unser schönes Allgäu ja bekannt. Und genau diese Kombination eignet sich auch gut für Quad-Touren. Weg vom Alltag, raus in die Allgäuer Natur, inklusive Adrenalinkick. Genau darauf hat sich Helmut Baldauf spezialisiert. Er führt seine Gäste mit Helles Quad-Tours durch die Region. Durch Pfützen, über Hügel und durch den Wald. Bei Helles Quad-Tours geht es mit Vollgas durch die Landschaft. Ich biete also reines Quad-Fahren, Straßen- und Geländetouren sozusagen gemischt. Offroad, Onroad, Schotter, Wald, Wiesenwege. Und bei mir kann man auch Quad mieten. Das heißt, jemand kommt zum Herd, bekommt von mir eine Einweisung, kann einen Quad mieten den ganzen Tag, kann dann mit dem spazieren fahren, ohne dass er Guide vorausfährt, und ich mache geführte Touren oder ich verkaufe auch Quads. Seit 2010 gibt es Helles Quad-Tours. Auch wenn die Anzahl der Kunden stetig steigt, die familiäre Stimmung wird seither beibehalten. Das heißt, bei uns ist jetzt keine Massenabfertigung. Bei uns wird jeder Gast gleich behandelt. Ob er jetzt von einem Anbieter kommt oder direkt kommt, wird jeder gleich behandelt. Wir machen immer zwischendurch immer genügend Pause, dass jeder Gast richtig verabschiedet werden kann und auch begrüßt werden kann. Immer alles entspannt. Helmut Baldauf ist nicht nur der Offroad-Spezialist im süddeutschen Raum. Inzwischen bietet er seine Quad-Touren auch in Namibia an. Ich mache so komplett Urlaub, Jeep-Safaris und Quad-Touren. So biete ich halt an für Gäste aus der ganzen Welt eigentlich. Unten habe ich überwiegend Gäste aus im Moment Südafrika, viele, und halt Urlauber unten sind, oder es kommen eben Urlauber für mich runter, wo ich halt betreue. Egal ob in Deutschland oder Namibia, der Adrenalinkick ist überall inklusive. Halten Sie manchmal beim Lesen die Zeitung schon fast einen Meter von sich weg oder kneifen Sie am Bildschirm öfter die Augen zu? Vielleicht sollten Sie sich dann doch mal Gedanken über einen Sehtest machen. Wer im Allgäu Probleme mit dem Sehen hat, für den lohnt sich der Gang zur Eichinger Optik in Dietmannsried. Für den Familienbetrieb ist eine Brille mehr als nur eine Sehhilfe. Über mangelnde Auswahl kann man sich bei Eichinger Optik in Dietmannsried nicht beschweren. Wer hier eine Brille sucht, wird auf jeden Fall immer kompetent und stilsicher beraten. Denn für Bernd Eichinger ist eine Brille nicht nur eine Sehhilfe, sondern vor allem auch ein modisches Accessoire. Deshalb achtet der Optiker bei seinen Kunden darauf, dass jedes Detail passt. Erstmal auf die Gesichtsform, auf die Konturen, Haarfarbe, äußeres Erscheinungsbild, ob jemand modern eingestellt ist, eher konservativ, das spielt alles mit einer Rolle. Im Trend liegen momentan vor allem Kunststoffbrillen in dezenten Farben. Aber auch Fassungen in Holz- und Steinoptik sind aktuell gefragt. Doch nicht nur bei modischen Fragen weiß Bernd Eichinger Rat. Er ist auch Experte für das Thema Makuladegeneration. Die Stoffwechselstörung verursacht Ablagerungen auf der Netzhaut, die für erhebliche Sehstörungen sorgen. Entsprechende Hilfsmittel gibt es in Dietmannsried. Es gibt spezielle Gläser auf dem Markt, die eine eigene Vergrößerung bieten, das blaue Licht ausfiltern, was sehr gefährlich werden kann für das Krankheitsbild, weil eben diese Rezeptoren auf der Netzhaut weiter geschädigt werden können. Endlich wieder den vollen Durchblick haben, dank Eichinger Optik in Dietmannsried.
Den richtigen Friseur zu finden, ist für viele von uns eine große Vertrauensfrage. Schließlich will man ja nicht jeden an seine Haare lassen. Micky Gießer von M1 Coiffeur legt nicht nur auf Qualität großen Wert, sondern auch auf das richtige Ambiente, damit Sie sich wohlfühlen. Kempten St. Mang, gleich gegenüber von einem Supermarkt. Hier arbeitet Micky Gießer in ihrem Laden M1 Coiffeur. Ihr Motto: gute Arbeit und eine gute Atmosphäre müssen nicht teuer sein. 13 Euro nennt man viele Billigfriseur, Billigabfertigung oder sonst irgendwas, ist aber bei uns überhaupt gar nicht. 13 Euro bringt trotzdem die originale Qualität, was eigentlich jeder teure Friseur einfach mitbringt. Das ist bei uns einfach Standard. Wir schauen halt immer, dass jeder Kunde halt zufrieden ist, dass er halt einfach ihren Kaffee halt auch eben beim Haare einfärben, Wartezeit einfach bekommen, verwöhnt werden bei uns und sich einfach mal beim Friseur fühlen. Fühlen, wohlfühlen, das sind die zentralen Begriffe im Laden von Micky Gießer. Neben den üblichen Angeboten wie Schneiden oder Färben gibt es bei M1 Coiffeur aber auch Außergewöhnlicheres, wie zum Beispiel eine Keratinbehandlung. Da wird einfach das Haar einfach wirklich wieder mit Seide und Keratin aufgebaut, mit den Bausteinen eigentlich vom eigenen Haar. Und danach hat man einfach das Grausige weg. Und man hat richtig schönes seidiges Haar. Man sieht es bei meinem. Ich habe es bei meinem selber auch machen lassen. Bin total zufrieden, brauche kein Glätteisen mehr, nichts mehr. Die Kundschaft von M1 Coiffeur ist bunt gemischt. Ob groß oder klein, alt oder jung. Micky Gießers Ziel ist es, dass die Menschen gerne wieder in ihren Laden kommen. Und nach dem Besuch möglichst zufrieden wieder nach Hause gehen. Es hat wohl jeder schon mal erlebt, überfüllte Innenstädte an Samstagen. Und wenn man dann auch noch eine individuelle Beratung wünscht, sucht man oft vergebens einen Verkäufer. Bei Stilbruch in Kempten ist das anders. Hier bekommt jeder Kunde die volle Aufmerksamkeit der Fashion-Expertin. Der neue Star unter den Boutiquen ist Stilbruch in der Salzstraße in Kempten. Sergej und Waldemar sind Kunden der ersten Stunde und kommen oft in das kleine, aber feine Ladengeschäft. Hier können sie entspannt und in aller Ruhe die neuesten Trends anschauen oder sie lassen sich von der Modeexpertin Claudia Stefanovic kompetent beraten. Eine Spezialität von Stilbruch? Anzüge für jede Gelegenheit und jeden Geldbeutel. Hier in der Boutique trifft souveräne und klassische Eleganz auf zeitlose Raffinesse und sportlichen Schick. Der Anzug passt wie angegossen und falls das mal nicht so ist, kann jede beliebige Größe bis zum nächsten Tag bestellt werden. Doch nicht nur diesen Service schätzen die Kunden. Natürlich erstens, dass wir eine Boutique sind natürlich, dass das Feeling hier anders ist wie in den großen Kaufhäusern und die gute Atmosphäre hier bei uns, dann der Service auch in erster Linie, weil wir auch Schneiderarbeiten übernehmen und bei mir gibt es auch einen Kaffee, ein Cremant für die Damen und ja, einfach das Gemütliche. Doch es muss nicht immer ein Anzug sein. Auch klassisch lässige Jeans mit einem Top-Preis-Leistungsverhältnis finden die Kunden bei Stilbruch. Kombiniert mit einem weißen, bügelfreien Hemd ist das Outfit sportlich, aber immer noch souverän. Das elegante und zeitlose Sakko gibt dem Dress den letzten Schliff. Auch für die Damen gibt es bei Stilbruch eine auserlesene und exklusive Kollektion. Stilbruch in Kempten, wo Shopping zum Erlebnis wird. Das war's für heute wieder in Sachen Tipps und Trends. Machen Sie's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal.